zusammen. Mein Name ist Janine. Ich habe euch heute die Marie mitgebracht und wir werden heute gemeinsam eine kleine Yoga-Runde zusammen trainieren. Wir kümmern uns heute gemeinsam um eure Schultern und auch um eure Rotation. Denn die Rotation eurer Wirbelsäule streckt auch eure Wirbelsäule, macht euch schön gerade. Und da denke ich mal, haben wir euch heute die ein oder anderen schönen Asanas mitgebracht. Ja, wir starten im Sitzen. Das heißt, begleite uns gerne auf dem Weg zu deiner Matte. Nimm dir sonst auch gerne einen Block. Nimm eine bequeme Sitzposition ein. Ob du dich in einen Schneidersitz setzt oder ob du die Füße locker natürlich vorne aufstellst oder auch in einen Knie-Fersen-Stand kommst. Nehme die Bewegung, die für dich angenehm ist. Zieh deine Wirbelsäule weit nach oben. Zieh deine Kopfkrone hoch zur Decke. Und versuch deine Knie fallen zu lassen. Nehme deinen Körper so hin, wie er heute ist. Lege deine Handflächen mit Blickrichtung nach oben auf deine Knie. Entspanne deine Schultern und schließe für einen kleinen Augenblick deine Augen. Spüre einmal in deinen Körper hinein, wie er sich heute anfühlt. Ob du heute ein wenig gestresst bist oder ob es dir heute völlig gut geht. Fühl mal nach, ob du glücklich bist. Und fühl mal nach, was du dir heute für deine Yoga-Praxis vorstellst, was du dir wünschst. Und lasse deinen Atem einfach fließen. Deine Bewertungen zu deinem Körper, schiebe sie ruhig ein wenig zur Seite. Bleibe ganz bei dir und nehme alles an, was dein Körper dir heute gibt. Lasse deinen Atem durch deinen ganzen Körper fließen. Und nehme deinen ganzen Körper bewusst wahr. Lass deine Knie in Richtung Boden fallen. Schiebe deine Gesäßknochen in Richtung Matte oder deines Blocks. Ziehe jeden einzelnen Wirbelkörper hoch zur Decke, hoch zum Himmel. Deine Schulterblätter ziehen ganz sanft nach hinten ran und ganz sanft auch nach unten. Dein Brustkorb und deine Bauchdecke hebt und senkt sich bei jedem deiner Atemzüge. Komme ganz bewusst auf deiner Matte an und falls dir irgendwelche Gedanken kommen, schiebe sie einfach ein Stück zur Seite und komme mit Hilfe deiner Atmung wieder auf deiner Matte an. Dein Atem fließt durch deine Nase ein, füllt deine Lunge mit ganz viel frischem Wind und frischer Luft und frischem Sauerstoff. Und beim Ausatmen geht die verbrauchte Luft wieder durch deine Nasen und dein Körper entspannt mehr und mehr. Vielleicht spürst du auch schon, dass deine Schultern ein bisschen weicher werden. Deine Knie, deine Hüften ein wenig lockerer. Und auch deine Mundwinkel wieder ein kleines bisschen mehr an Freude gewinnen. Und schenke dir für deine Yoga-Praxis heute ein kleines Lächeln. Knete deine Finger ruhig einmal durch, knete deine Schultern ein wenig durch, öffne ruhig einmal deine Augen und
Und komm mit deinen Armen weit über die Seite hoch. Reck dich links, rechts im Wechsel einmal hoch, dass du dich noch mehr aufrichtest. Und dann setze deine Hände zusammen. Deine Hände gehen nach hinten zwischen deine Schulterblättern und langsam wieder hoch. Bewege deine Arme, deine Ellenbogen so oft und so schnell bzw. langsam, wie du möchtest. Du kannst das Ganze auch anhand deiner Atmung machen. Das heißt, du atmest tief ein und aus. Du möchtest immer mehr mit deinen Händen nach unten zu deinen Schulterblättern. Du schiebst dich ganz lang. Halte deine Bauchdecke trotzdem in Richtung Wirbelsäule gezogen. Noch zwei mehr. Wir starten nämlich mit deinen Schultern. Wir tragen ganz viele Lasten zurzeit auf unseren Schultern. Deswegen müssen wir sie lockern, aber auch stärken. Ein letztes Mal. Dann kannst du deine Hände an deinem Kopf lassen, öffnest die Ellenbogen weit zurück, schiebst den Brustkorb ganz doll hinaus. Führe jetzt deine Ellenbogen vorne zusammen, die Schulterblätter gehen auseinander und öffne sie wieder. Du kannst es wieder in deinem Rhythmus machen, ob du überall einmal kurz nachspürst oder ob du es wieder in Verbindung mit deiner Atmung machst. Atme ein, atme aus. Deine Körpermitte ist ganz gerade und gestreckt. Wir arbeiten erstmal nur mit deinen Schultern. Versuche immer mehr, deine Bewegung nach vorne und nach hinten durchzuführen, dass du gerade sitzt und deine Schulterblätter richtig auseinanderziehst und hinten wieder zurückführst. Nimm deine Atmung wahr. Und führe deine Bewegung gerne mit Hilfe deiner Atmung durch. Letzten zwei Stück. Schulter bitte hinten schön zusammen. Einmal rund. Dann treffen wir uns in einer geraden, aufrechten Position. Streck die Hände mal zur Seite aus. Weit nach oben, eine leichte Rückbeuge, dass du dich nochmal streckst. Fasse deine Hände zusammen und schieb dich links, rechts im Wechsel richtig lang. Es geht sich noch nicht darum, dass du in deiner Taille klein wirst, sondern du möchtest deine Schulterblätter lang ziehen, dass du hier in deinen Flanken, in deinem Rippenbogen lang wirst. Richtig tief ein- und ausatmen. Du kannst den Effekt auch ein bisschen erweitern, indem du die Arme ein wenig mehr nach oben ziehst und dann über die Seite runterziehst. Bleibe mit beiden Gesäßhälften auf deinem Block, auf deiner Matte und zieh richtig deine Schulterblätter aus deiner Wirbelsäule hinaus, dass du ganz viel Platz findest. Jede Seite noch einmal. Vielleicht spürst du auch schon, dass du ein wenig weiter über die Seite kommst. Komm einmal wieder zur Mitte, streck die Hände noch einmal hoch und über die Seite auf deine Hüfte. Genau. Und merkst du schon ein wenig deine Schultern? Von hier aus die Ellenbogen vorne zusammen und hinten zusammen. Versuche einen leichten Butterfly durchzuführen. Die Bewegung ist natürlich nicht mehr so groß wie vorher, aber es geht sich um viele kleine Bewegungen, auch um deine Körperwahrnehmung und auch gerne wieder um die Bewegung mit Hilfe deiner Atmung. Atme ein, richte dich auf, Schulter zusammendrücken, atme aus, auseinander. Rund und gerade. Sehr gut. Was sagen denn deine Mundwinkel, dein Kiefer, deine Zunge? Sind die locker und entspannt? Oder sind die ein bisschen angespannt? Schenke dir wieder ein kleines Lächeln. Genieße deine Yoga-Praxis, wo wir uns heute um deine Schultern und deine Rotation kümmern. Einmal mehr. Richte dich nochmal richtig auf.
Und nochmal richtig tief rund. Und dann bleibe schön aufgerichtet. Die Hände weit über die Seite einmal aufgerichtet. Sehr gut. Führe jetzt die eine Hand über den Kopf zwischen deine Schulterblätter. Die andere Hand versucht von unten nachzuschieben. Dann wieder öffnen. Links, rechts im Wechsel. Wenn du genauso Probleme hast wie ich mit den Schultern, kommst du gar nicht so weit zusammen. Ziel ist es, irgendwann mal deine Hände, deine Fingerspitzen wieder zu berühren. Ja, schön stabil. Und dann wieder zusammen. Genau. Na, Marie kommt auch schon ein kleines bisschen weiter als zu Beginn. Versuch Stück für Stück in deine Rotation zu kommen. Die Drehbewegung, die wir nachher machen, gehen auch teilweise in deine Schulter hinein. Das wird auch dort Stück für Stück mit deinem ganzen Körper arbeiten. Versuch den Ellenbogen so weit es geht nach oben zu führen. Atme völlig aus. Atme ein. Jede Seite noch einmal. Lang und rund. Lasse beide Hände auf Schulterblatthöhe einmal hoch. Nimm sie noch einmal hoch. Nimm deine Hände nochmal zu der ersten Übung zurück zwischen den Schulterblättern. Vielleicht merkst du auch, dass du ein bisschen weiter kommst. Nimm sie hoch, schau zu deinen Händen und führe deine Hände zu deinem Herz. Nimm hier noch ein, zwei Atemzüge wahr. Und nimm die Hände wieder über die Seite bewusst nach oben. Wir kommen in deine erste Rotation. Deine linke Hand geht gegenüber auf dein rechtes Knie und deine rechte Hand zurück. Schau, dass du wieder stabil auf deinem Gesäß sitzt, dass deine Wirbelsäule nach vorne aufrichtest. Der Blick geht gerne über deine rechte Schulter. Lege ruhig mal deine Handaußenfläche auf dein Knie. Genau. Versuch den Brustkorb zu öffnen und deine Schulterblätter hinten zusammenzuführen. Deine rechte Hand setzt du ganz leicht auf, nur die Fingerkuppen, sozusagen wie am Rand einer Kaffeetasse. Ganz sanft aufstellen. Und atme auch hier wieder durch den ganzen Körper ein und aus. Lass deine Knie locker, lass deine Hüfte locker und zieh dich Wirbel für Wirbel hoch. Einmal tief einatmen, beide Hände wieder hoch und kommen in die Gegenbewegung des Twists. Genau. Denk dran, es gibt immer eine gute und eine schlechte Seite. Nehme deine Hand ganz entspannt auf dein Knie. Deine linke Hand kreist ganz leicht nach hinten. Stell die Fingerspitzen auf, wie auf so einer Kaffeetasse. Ganz außen am Rand, beide Schulterblätter zurück. Und der Blick geht sanft über deine linke Schulter. Tiefes Ein- und Ausatmen. Bei deiner nächsten Einatmung kommst du wieder bewusst nach oben hoch. Setze die Hände einmal ab und tausch einmal deine Füße. Nimm sie ruhig einmal kurz vor, knete so ein bisschen durch und tausche mal. So. Genau. Na, versuch einen schönen Schneidersitz zu machen, sonst kannst du die auch wieder in deine bequeme Haltung aufstellen. Nimm die Hände wieder bewusst nach oben hoch und komm noch einmal in die Rotation auf deine rechte Seite. Leg auch wieder deine Handaußenfläche auf dein Knie. Nimm hier nochmal zwei, drei Atemzüge wahr. Spürst du so einen kleinen Unterschied, nur weil wir einmal die Beine getauscht haben? Ja, wir haben immer eine Lieblingsseite, wie wir auch ein Lieblingsessen haben. Dein rechter Arm ist ganz locker und entspannt. Dein Bauchnabel zieht sanft zur Wirbelsäule, dass der Brustkorb sich hebt und dein Herz geöffnet ist. Und bei deiner nächsten Einatmung richtest du es wieder auf. Leichte Rückbeuge und komm in den Gegentwist. Deine rechte Hand geht auf dein linkes Knie, deine linke Hand zirkelt zurück, schieb deinen Brustkorb voraus und der Blick geht über deine Schulter. Du darfst dir hier ein, zwei Minütchen Zeit nehmen.
Sekündchen und Atemzüge. Und atme wieder tief ein und aus. Mit der nächsten Ausatmen sammelst du noch mal ein bisschen Kraft, dass du bei deinem nächsten Einatmen dich aufrichten kannst. Schau hoch zur Decke und komm einmal mit uns gemeinsam in die Vorbeuge. Das heißt, stell die Fingerkuppen auf, der Blick geht so ein bisschen voraus. Genau, lass die Schultern locker. Schieb die gerade Wirbelsäule nach vorne. Und von Atemzug für Atemzug schiebst du erstmal nur den Brustkorb immer ein bisschen mehr zu uns. Und dann kannst du auch gerne mit den Händen mehr nach vorne gehen. Genau. Lass dir hier ein, zwei Atemzüge Zeit. Schließe auch gerne die Hände. Du kannst ganz nach vorne gehen und immer mehr nach vorne rutschen. Dein Gesäß schiebt nach hinten. Vielleicht kommst du auch schon fast wie die Marie mit dem Kopf zum Boden. Sonst halt deine Schultern immer schön locker und entspannt und dein Kopf schön stabil. Immer in Verlängerung der Wirbelsäule. Von hier aus geht dein Blick wieder zum Anfang deiner Hände. Schieb die Wirbelsäule noch länger, dein Block, dein Gesäß mehr in Richtung Matte. Und komm von Wirbel für Wirbel wieder in eine aufrechte Sitzposition. Nimm die Hände über die Seite hoch. Zieh dich links, rechts nochmal lang. Und setze beide Hände auf die Seite ab. Eine letzte Variante im Sitzen. Nimm deine rechte Hand nach oben. Komm auf deine linke Seite. Bleibe hier. Dein linker Ellenbogen ist locker und entspannt. Der Blick geht durch deine rechte Achselhöhle durch. Dein rechter Arm ist lang und gestreckt. Lasse deinen linken Ellenbogen immer mehr in Richtung Matte fallen. Tröpfel Stück für Stück immer mehr auf die Seite. Bleibe mit beiden Popobacken auf deiner Matte, auf deinem Block. Atme richtig in deine rechte Flanke ein. Richtig langsam wieder einmal auf. Ausatmen, andere Seite. Genau. Schieb deinen linken Arm weit über die Seite, gerne überhalb des Kopfes. Dein rechter Arm ist locker und entspannt. Versuch auch hier den Gesäß zu erden, deine Knie in Richtung Boden fallen zu lassen und dich immer mehr über deine linke Seite zu öffnen. Komm einmal wieder über die Seite hoch. Nimm beide Hände noch einmal nach vorne auf und setze deine Hände vor dein Herz. Atme hier tief ein und aus. Nimm dir noch mal ein bisschen Zeit. Ich habe mich nur auf meiner Matte positioniert. Sehr gut. Und dann kommen wir in die ein, zwei Sonnengrüßen. Wir haben hier wieder die ein oder andere Variation mitgebracht. Freu dich drauf. Sehr gut. Nimm die Hände über die Seite hoch und setz die Hände vorne vor deine Knie. Nimm ein wenig Schwung. Nimm letzte deine Füße auf, lass den Block ruhig noch mal für einen Moment zur Seite. Genau. Perfekt. Nimm die Hände weit über die Seite hoch, richte dich auf. Setz die Hände neben deine Knie auf. Ganz stabil aufgestellt, deine Hände sind aufgefächert. Und dann rechtes Bein zurück, linkes Bein zurück ins Brett. Von hier aus darfst du erstmal nochmal dynamisch dich ein wenig durchkneten. Vor allem auch deine Sprunggelenke. Setze links, rechts im Wechsel deine Knie in Richtung Boden. Deine Hände sind ganz weit aufgefächert. Dein Bauchnabel ist eingezogen. Letzte Mal. Halte einmal die Spannung. Und schiebe mal den Oberkörper ein bisschen vor und wieder ein Stück zurück, dass du ein wenig den Druck auf deinen Händen variierst. Und dann halte einmal deine Spannung. Deine Beine sind hüftbreit aufgestellt. Setze deine Knie ab. Leg den Oberkörper sanft ab.
und leg die Füße flach ab. Perfekt. Lasse deine Schultern wieder weit nach hinten zeigen. Spanne sie an. Die Füße sind ganz flach und die Fersen leicht zusammengedrückt. Horche wieder mal in dich hinein. Fühle mal in deine Atmung hinein. Atme tief ein und aus. Beim Einatmen kommst du sanft in deine Kobra. Und ausatmen wieder ab. Atme ein. Und aus. Genau. Mach das Ganze gerne in deinem Flow. Denk dran, deine Schultern sind aus den Ohren, Gesäß leicht angespannt, deine Füße sanft auf der Matte und nochmal eine ganz leichte Spannung im Gesäß und die Fersen sind zusammen. Rollt sich sozusagen Wirbel für Wirbel nach oben auf und ab. Letzten zwei. Und ab. Bleibe einmal oben. Nimm einmal deine linke und rechte Hand nach vorne weg, sozusagen unter deine Schulter. Deine Handinnenflächen zeigen nach unten zur Matte und lass deine Schultern aus den Ohren. Bleibe ruhig hier mit uns gemeinsam für ein, zwei Atemzüge. Zieh die Schultern schön aus den Ohren. Genau. Halt hier schön die Spannung. Wenn du natürlich mehr haben möchtest, darfst du gerne in die Kobra. Oder auch schon den heraufschauenden Hund, wenn du was fortgeschrittener bist. Ne, schau, dass du deine Position findest für 3-4 Atemzüge noch. Marie zeigt uns heute den heraufschauenden Hund. Ne, die Hände sind weit aufgefächert. Lasse deinen Atem fließen. Noch für 2-3 Atemzüge. Atme tief ein. Einmal absenken, löst euch alle gemeinsam, legt die Hände unter die Stirn, wackelt mal mit dem Popo nach links und rechts, lasst die Schultern locker und dann lasst den Kopf, den Körper einfach mal ganz locker liegen. Nimm die Hände wieder einmal neben deinen Brustkorb, leg die Füße locker flach auf. Komme noch einmal in deine Kobra oder in deinen Hund, der nach oben schaut und komme in deinen herabschauenden Hund. Knete dich hier ruhig wieder ein wenig durch, links, rechts im Wechsel. Gerne wieder mit Hilfe deiner Atmung. Links, rechts im Wechsel durchkneten. Und dann halte auch hier wieder deine Spannung für 2-3 Atemzüge. Hebe dein rechtes Bein in Verlängerung der Wirbelsäule an. Zieh dein Knie nach vorne weg zwischen deine Hände in den hohen Ausfallschritt. Lasse deine hintere Ferse weit geöffnet. Genau. Komm jetzt hier in den Krieger 1. In einem hohen Ausfallschritt. Deine Ferse bleibt in der Luft. Weil wir werden heute eine Asana mit dem Krieger 1 und 3 verbinden. Dein Knie zieht bewusst nach vorne. Dein rechtes, genau. Sehr gut. Verlage dein Gewicht einmal nach vorne in den Krieger 1, setz die Hände zusammen. Streck deine Beine bewusst nach vorne aus. Und ein langes Bein kommt von unten nach oben in den Krieger 3, nimm die Hände neben den Popo. Sehr gut. Wieder im Flow einatmen, Knie hoch. Ausatmen, Bein strecken. Einmal wieder nach hinten in Balance wiegen. Genau, Ferse bewusst nach oben. Arm wieder nach oben hoch. Atme ein. Atme aus. Streck das Bein. Das Bein zirkelt wieder bewusst nach hinten. Hände neben dem Po. Schulter zusammengeflext. Und ein letztes Mal hoch. Das lange Bein geht zurück. Wir üben uns heute auch wieder ein wenig in Balance, ihr merkt es schon. Setze jetzt einmal dein Bein hinten ab. Komm wieder in den Krieger 1, Hand hoch. Nur ob du die Arme geschlossen hast oder zusammen, mach es so, wie du kannst. Komm einmal in die Kaktuspose. Einmal die Arme wieder hoch. Atme ein.
Und ab. Gut. Atme ein, atme aus. Schiebe die Hände nach unten. Halte dein rechtes Knie schön vorne in der Balance, in Spannung. Und dein hinteres Bein schön gestreckt. Letzte Mal. Halte hier noch einmal die Spannung. Setze die Hände einmal wieder vorne ab. Komm wieder zusammen mit uns in den dreibeinigen Hund. Das Bein geht bewusst nach oben. Stell dein Bein ab und mach mit uns gemeinsam ein halbes Vinyasa. Das heißt, du kommst wieder ins Brett. Dein Weg nach unten. Deine aufrichte Position. Entweder Cobra oder heraufschauender Hund. Und komm mit uns gemeinsam in den herabschauenden Hund. Halte hier wieder deine Spannung. 3, 4 tiefe Atemzüge halten. Und dann geht dein linkes Bein bewusst nach oben hoch. Und dann kommt dein Knie nach vorne zwischen deine Hände. Schau wieder, dass du 50-50 auf deinen Beinen stehst. Und komm in den hohen Ausfallschritt. Genau. Kralle alle deine Zehenspitzen hinten in die Matte. Finde deine Balance und noch wieder deine Atmung. Perfekt. Komm mit deinen Händen zum Brustkorb, dein Knie nach oben hoch. Zieh deine Zehenspitze ran. Gut, streck dein Bein aus. Und dann geht dein ganz langes Bein wieder vorweg nach hinten. Komm in den Krieger 3. Press die Schulterblätter zusammen. Halte hier. 4, 3, 2. Einmal dein Knie wieder nach oben. Streck dich, streck dich, streck dich. Flex deine Zehenspitze ran. Ausatmen, lang das Bein. Und wieder dein Weg nach hinten. Gut, Krieger 3. Schulterblätter zurück, Ferse hoch. Komm hier wieder in die Streckung. Wieder langsam zurück. Ausatmen, die Spannung halten. Atme ein. Da wackelt's. Lang. Immer erst wieder in deiner Position kurz ausharren und dann in deinem Flow weitermachen. Letzte Mal. Hoch das Knie. Ausatmen, strecken. Einatmen. In der Ausatmenposition hier halten. Und komme mit deinem Knie wieder einmal hoch. Genau. Und setze dein Bein jetzt direkt nach hinten in den hohen Ausfallschritt. Genau, wieder 50-50, ein wenig ausbalancieren. Leichte Rückbeuge, deine rechte Hüfte schieb bewusst nach vorne, linkes Knie schön nach vorne ran. Schiebe deine Ellenbogen wieder in so eine schöne Kaktusarmposition und wieder in die Länge hoch. Versuche in jeder Position wieder aktiv einzuatmen und auch auszuatmen. Sehr gut. Ja, dein Oberschenkel merkst du bestimmt auch schon ein wenig. Deine Hüfte arbeitet, dein ganzer Körper arbeitet. Ein letztes Mal. Zurück. Und nimm die Hände in Richtung Boden einmal auf. Platziere deine Hände schön stabil. Linkes Bein anheben in den dreibeinigen Hund. Stell das Bein ab. Schau wieder einmal, dass du stabil in deinen Hund stehst. Und komm mit uns wieder gemeinsam ein halbes Vinyasa. Im Flow nach vorne, dein Weg nach unten. Deine Kobra oder dein Hund, der nach oben schaut. Und in deinen Hund, der nach unten schaut. Komm auf deine Zehenspitzen. Geh in kleinen Tippelschrittenbewegung. Mit langen Beinen nach vorne in deine volle Vorwärtsbeuge. Bleib in einer vollstehenden Vorwärtsbeuge. Lass dich hier ruhig mal ein wenig hängen. Atme tief ein und aus. Komme gemeinsam mit uns in eine halbstehende Vorwärtsbeuge. Gerne mit den Händen oberhalb des Oberschenkels. Absenken. Atme ein, halbstehende Vorwärtsbeuge. Ausatmen. Halbstehende, Beine sind gestreckt, Rücken ist gespannt. Letzte vollstehende Vorwärtsbeuge. Bleibe hier, lass dich nochmal aushängen und komm Wirbel für Wirbel mit den Armen über die Seite.
in eine weite, aufrechte Position absenken. Gut, wir kommen zu deinen Rotationsbewegungen. Komme mit uns gemeinsam in den tiefen Sitz. Das heißt, du schiebst die Knie sanft nach vorne, kommst in eine kleine Stuhlposition. Schau, dass du schön aufrecht bist. Meine Position sieht leider nicht ganz so perfekt aus. Versuch, dass du dein Gesäß noch tiefer bringst. Beide Knie zusammen, Fuß fest am Boden. Wichtig ist, dass man seine Kleinigkeiten akzeptiert, die nicht ganz voll funktionsfähig sind. Nimm es so hin und versuch immer mehr und mehr in deine verschiedenen Positionen zu kommen. Von hier setze die Hände vor dein Herz und drehst einmal zur rechten Seite. Das heißt, dein linker Ellenbogen ans rechte Knie. Und du drehst dich hier richtig weit auf. Versuch dein Gesäß bitte viel, viel tiefer zu bringen und deine Hände zwischen deinen Brustkorb zu kriegen. Die Knie sind schön parallel. Und jetzt verlagerst du dein Gewicht ein wenig mehr auf das rechte Bein. Und das linke Bein geht zurück wieder in den Ausfallschritt. Genau, finde hier deine Balance. Dein rechtes Knie schiebt jetzt ein bisschen mehr nach vorne. Wenn du mehr möchtest, darfst du gerne deine Arme auch öffnen. Du kannst auch gerne umgreifen, deine rechte Hand über den Körper und greif ruhig links runter. Und bleib auf jeden Fall bei der Variante, die für dich passt. Nimm deine Hände wieder zum Brustkorb. Spannung nochmal in die Beine. Und komm mit uns gemeinsam in den Krieger 1. Schieb dein linkes Bein nach vorne, wieder in den tiefen Sitz. Und lasse dich völlig in deiner vollen Vorbeuge einmal sinken. Atme tief ein und aus, spür mal nach. Und rolle dich Wirbel für Wirbel. Einmal auf, nimm die Hände über die Seite mit. Und setze die Hände vor dein Herz. Setz dich wieder tief, die Hände nach vorne hoch. Entweder gerne zusammen oder geöffnet, der Blick gerne hoch zu deinen Händen oder nach vorne geradeaus. Halte hier wieder für ein paar Atemzüge. Tendenziell Becken zentral halten, Bauchnabel feste. Nimm die Hände zum Brustkorb und geh in den Gegentwist. Dein rechter Ellenbogen geht zum linken Knie. Gesäß tief. Und die Knie parallel, die Hüften auch. Schieb die Schulterblätter hinten zusammen. Schulter aus dem Ohr und setz dich richtig tief. Versuch dich tief zu setzen. Verlagere dein Gewicht auf das linke Bein. Rechts geht zurück. Genau. Und bleibe hier schön wieder in dem Twist. Gegebenenfalls die Arme ein wenig nachkorrigieren. Und dann darfst du gerne die Hände auch wieder öffnen. Nur dein linkes Knie geht eher sanft nach links. Wenn du auch hier möchtest, kannst du gerne umgreifen. Das ist bei mir zum Beispiel wieder ein Schritt zu viel. So wie es für dich geht und wie du es aus deiner Yoga-Praxis kennst. Und dann nimm die Hände wieder zusammen. Streck dein rechtes Bein wieder ein wenig mehr. Und komme mit uns gemeinsam in Krieger 1 mit den Fersen in der Luft. Schließe die Füße. Bleibe nochmal tief sitzen. Oh ja. Und lasse dich nochmal voll in deiner vollen Vorbeuge hängen. Atme tief ein und aus. Und roll dich Wirbel für Wirbel nach oben. Nimm die Hände über die Seite hoch. Ah, gut. Wir brauchen jetzt noch einen kleinen Flow, um auf die Matte zu kommen. Dann haben wir es schon geschafft. Atme tief ein. Atme aus. Komm in eine volle Vorwärtsbeuge. Lass dich richtig hängen.
Atme ein in die halbstehende Vorwärtsbeuge, Rücken ist lang. Platziere deine Hände, geh oder spring in deine Brettposition. Hier wieder stabile aufstellen. Die Hände sind unterm Brustkorb. Setze Knie, Brust und Stirn auf oder tiefe Liegestütz. Utkatasana und auf. Komm in deinen Hund, der zu Boden schaut. Komm auf deine Zehenspitzen, schau zum Anfang der Matte, beug die Knie und nimm ein wenig Schwung, dass du nach vorne zwischen deine Beine kommst oder ganz entspannt die Füße über die Seite. Sehr gut. Schau, dass du ein bisschen Platz findest mit deinen Gesäßknochen. Das linke Bein ist ausgestellt, das linke Bein ist ausgestreckt, rechte Bein stellen wir auf und lassen wir sanft zur Seite fallen. Soweit es geht, ran ans Becken, lass deine Zehenspitze hoch geflext und richte dich nach vorne auf. Arme weit nach oben hoch. Atme tief ein und beim Ausatmen kommst du in die Vorbeuge. Greife das, was du kriegen kannst, entweder deine Wade oder deine Sprunggelenke oder deine Zehen oder deinen Fußballen. Du kannst auch sonst gerne umgreifen, aber lass die Schultern schön locker, spann dein linkes Bein an und lasse deinen Atem fließen. Genau. Tröpfel Stück für Stück mehr in Richtung Oberschenkel und dein rechtes Bein ein bisschen tiefer fallen lassen. Falls du mit dem Block gearbeitet hast, kannst du gerne auch zur Entlastung deinen Block unter dein Knie legen. Versuch die Spannung eher aus deinen Ellenbogen zu lösen, anstatt aus deinen Schultern zu ziehen. Dann schaust du wieder so ein bisschen mehr in Richtung deiner Füße oder deines Fußes, richtest dich auf, hebst dein rechtes Knie einmal an. Genau, dein linkes Knie verschwindet jetzt unter deinen rechten Oberschenkel. Dein rechtes Bein einmal oben drüber. Versuch richtig weit, deinen rechten Fuß nach hinten zu ziehen und deinen rechten Fuß richtig aufzustellen. Spannung in deinen Oberkörper, da merken wir schon ein wenig den Popo. Und dann greifst du mit deinem linken Arm richtig um den Oberschenkel rum und der rechte Arm wird wieder hinten abgesetzt. Genau, versuch dich ganz klein zu machen, aufzurichten. Genau. Der Twist geht in die ganze Wirbelsäule hinein, aber vor allem ärgern wir auch ein wenig dein Gesäß. In deiner Hüfte wird gearbeitet. Und versuch mit deinem ganzen Po auf deiner Matte zu sitzen und deine Wirbelsäule zu strecken. Vielleicht merkst du auch, dass deine Hüfte nach und nach nachgibt. Dass der Atem dir ein wenig hilft. Und gebe deinem Körper nur so viel Druck, wie du es gerade für angenehm empfindest. Dann löse die Spannung einmal auf. Ganz sanft und vorsichtig. Stelle die Füße hüftbreit auf und rolle Wirbel für Wirbel nach unten ab. Sehr gut. Rolle dein Gesäß Wirbel für Wirbel nach oben. Setze die Hände in Venusschloss unter dein Gesäß. Und komm einmal schön nach oben in deine Schulterbrücke. Atme hier tief ein und aus. Deine Knie sind hüftbreit geöffnet. Die fallen keinen Zentimeter nach links und rechts. Keinen Zentimeter nach innen oder außen. Langsam deine Hände lösen, roll Wirbel für Wirbel wieder einmal ab. Nehme deine Knie auf den Bauch, spanne deinen Oberkörper an und roll dich sanft vor und zurück, dass du zum Sitzen kommst.
rechtes Bein langgestreckt, linken Fuß aufgestellt und wieder fallen lassen. Sonst gerne wieder deinen Block zur Hilfe nehmen, wenn deine Hüfte ein wenig angespannter ist. Tendenziell richten wir uns wieder zu deinem vorderen Bein aus, zu deinem ausgestreckten Bein. Atme tief ein und aus. Beim Ausatmen in die Vorwärtsbeuge. Na, auch hier ist wieder die Devise, nimm deinen Körper so wahr, wie er gerade ist. Nimm ihn so hin, wie er ist. Und atme bewusst ein und aus. Na, dass du hier Stück für Stück nach vorne arbeiten kannst, mit Hilfe deiner Atmung. Vielleicht hast du auch genauso einen großen Unterschied wie ich, links und rechts. Dann müssen wir noch die eine oder andere Yogastunde zusammen praktizieren. Schau, dass du auch immer beide Arme seitgleich und gleichmäßig vorne hast. Und atme tief ein und aus. Ja, du kannst uns auch gerne dein Band zur Hilfe nehmen, aber schau immer, dass du eher aus deinen Ellenbogen arbeitest, als deine Arme aus deinen Schultern ziehst. Zieh auch den kleinen Zeh ran. Den kleinen dürfen wir nicht vergessen. Und dann Spannung in den Oberkörper. Schau wieder zum Anfang der Matte. Der Rücken ist lang und gestreckt. Komm über die Seite einmal hoch. Stell den linken Fuß ein bisschen weiter vor. Das rechte Bein taucht unten durch, dass das Knie nach vorne zeigt. Genau. Das linke Bein einmal drüber. Versuch den Fuß ganz abzustellen. Genau. Und dann greif dein rechter Arm einmal rum. Und der linke Arm geht zurück. Du merkst schon, es wird ein bisschen ruhiger von der Bewegung. Dein Atem ist trotzdem fleißig. Deine Lungen arbeiten, dein Herz arbeitet. Dein ganzer Körper arbeitet mit dir. Lasse deinen linken Fuß ganz stabil auf der Matte, auch den Fußballen vom dicken Zeh. Und versuche hier wieder tröpfchenweise dich nach links zu drehen, deine Hüfte fallen zu lassen und die Wirbelsäule zu strecken. Ganz bewusst hoch zur Decke und zum Himmel. Ganz langsam wieder auf deiner Bewegung raus. Stelle deine Füße vorne auf, relativ nah dieses Mal und roll dich ganz sanft Wirbel für Wirbel ab. Genau. Korrigiere gegebenenfalls deine Füße nochmal, hüftbreit. Rolle Wirbel für Wirbel mit deinem Gesäß nach oben. Schiebe deine Hände ins Venusschloss. Lasse deinen Brustkorb hier sich weiten. Dein Gesäß, dein Becken schiebt nach oben. Beide Füße liegen ganz bewusst auf. Und dann lässt du wieder deine Arme zur Seite fallen, rollst Wirbel für Wirbel auf. Geschweige ab. Nimm die Knie nochmal zum Bauch, mach dich rund. Halte nochmal für ein paar Atemzüge deine Spannung. Überkreuze deine Beine, greife deinen dicken Zeh. Roll ein, zweimal vor und zurück, dass du zum Sitzen kommen kannst. Mach dich nochmal groß. Rolle einmal wieder ab. Und tausch auch hier mal deine Beine. Zack. Nur, dass das andere Bein jetzt vorne ist, roll vor und zurück und komm zum Sitzen in deine Endentspannung. Du darfst dir auch sonst gerne wieder deinen Block dazu nehmen. Schenk uns noch ein Minütchen, dass wir gemeinsam die Stunde ausklingen lassen. Finde eine bequeme Position, entweder im Sitzen oder auch im Shavasana. Atme tief ein und aus. Spüre mal deinen Körper hinein.
Und fühle einmal nach und lasse deinen Atem fließen. Deine Schultern sind ganz entspannt. Die haben vielleicht eine ganz kleine positive Spannung, weil die deinen Brustkorb weiten. Deine Schädeldecke, dein Scheitel zieht ganz bewusst hoch zur Decke, dass du noch ein Stückchen mehr dich streckst und du dich groß machen kannst auf deiner Matte. Vielleicht spürst du auch deine Doppel-S-Form in deiner Wirbelsäule. Dein Brustkorb ist erhoben und dein Gesäß ist fest auf deiner Matte verankert. Atme bewusst ein und aus. Und spüre, wie bei jedem Atemzug dein Brustkorb sich immer mehr weitet. Bewege ein wenig deine Fingerspitzen und nehme deine Hände über die Seite nach oben. Setze die Hände über dein drittes Auge, über deine Stirn, zu deinem Herzen. Lass deine Schulter wieder weit aus deinen Ohren nach hinten unten ziehen. Atme bewusst ein und aus. Und schenke dir noch mal ein kleines Lächeln. Lasse bei jedem Atemzug deine Mundwinkel nach oben ziehen und deine Schultern bewusst aus deinen Ohren. Bleibe immer stets fröhlich und glücklich in deinem Alltag. Bis zum nächsten Mal, deine Janine und deine Marie. Namaste.